Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zurück zu Workers and Resources. Wir haben in der, oder ich habe euch ja in der letzten Folge mal gefragt, ob ihr vielleicht auch damit einverstanden seid mit der Ölraffinerie, aber da im Moment ihr eher so die Zuschauer seid, mehr die Nicht-Mitbestimmer, das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wir werden das Ganze so bauen, da haben wir auch ein bisschen mehr Platz, um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten und das auch besser zu nutzen. Wir werden in dieser Folge natürlich weiter... Oh, gibt einen neuen Trecker. Das wird natürlich auch nochmal eine tolle Geschichte, wenn wir das endlich mal anfangen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier auf die Geschwindigkeit. Eigentlich bin ich ja nicht so der Freund davon, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen Fortschritt haben. Ich könnte natürlich auch mal außerhalb der Aufnahme ein bisschen laufen lassen. Das möchte ich aber nicht. Wir haben folgendes Problem. Wir haben alle Wohnhäuser voll. Deswegen haben wir den ja schon auf hohe Priorität stehen. Hier sind sie auch schon im Bau, aber... kommen noch nicht voran. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten Wohnungen planen. Aber natürlich noch nicht bauen. Da wollten wir ja ein bisschen angenehmer. Die hier hatten uns rausgesucht. Ne, genau. Hab ich uns rausgesucht. Nehmen wir uns diese schöne Raster. Ja, Straßenanschluss muss nicht sein, aber wir machen es trotzdem. Und das Ganze mit Rotate machen wir nochmal eine Spiegelung dazu. Hier passt das nicht hin, hier passt das hin. Das wäre natürlich recht cool. Aber ich sehe schon, da ist auch noch ein Eingang hinten. Vorne ist der Haupteingang. Dann, warte mal, machen wir das so. Da haben wir noch ein bisschen Gang zwischendurch zum Bauen. Ich drücke mal die Steuerungstaste, damit die nicht mit Straßenanschluss bauen, sondern wir da noch ein bisschen Fußwege mit durchklimpern können. Das ist ein bisschen angenehmer für unsere Bewohner und natürlich auch für uns. Warte mal, wenn wir jetzt hier noch einmal durchzimmern. Dann nehme ich hier drauf. Da drauf. Und alle hier nochmal zum Mittelgang hin. Das können wir so bauen. Bin ich völlig mit einverstanden. Wir setzen die Gebäude noch aus. Sollten damit aber nicht mehr zu lange warten. Wir werden den in dem Stil auch weiterbauen. Habe ich noch ganz andere Ideen, so was wir da noch Schönes mit machen können. Hoppala. Gerade bauen, genau. Dann gucken wir mal, ob wir das nochmal dahinter rotiert kriegen. Auch alles in Reichweite. Wir haben Wärme, wir haben Wasser, wir haben Strom. Das war mir auch schon sehr, sehr wichtig. Und wir haben wieder Platz für einen Weg dazwischen. Warte, bauen erst den Weg. Mal so. So kommen sie auch schneller zu den Haltestellen hin. Oder halt auch nicht. Aber wir hier jetzt nochmal drüber gehen. So. Und mit dem daran. Sehr schön. So, hier sind sie schon am Bauen. Auch den werden wir aussetzen. Genauso wie den, sodass wir schon die Straßen alle bauen können. Und uns erstmal auf das Gebäude hier konzentrieren, damit uns die Leute nicht abhauen. So, wir haben jetzt ja hier hinten immer noch unser riesen Bauviertel. Wir haben hier folgendes Problem. Dieser Zug wird ja lange nicht fahren. Das heißt, wir brauchen für unsere Feuerwehrarbeiter, wir brauchen für unser Depot brauchen wir gar keine Arbeiter. Für unsere Eisenbahnbauamt brauchen wir Arbeiter. Für unsere irgendwann Ölraffinerie brauchen wir Arbeiter. Und auch für unsere Wasseraufbereitung brauchen wir Arbeiter. Das ist so unser großes Problem momentan. Das heißt, wir werden übergangsweise dort eine Lösung für finden, und zwar eine kostenlose Haltestelle. Da müssen wir jetzt einen Weg finden, wie wir überall rankommen. Oh, warte mal, bauen. Ah, da kriegen wir keinen Straßenanschluss ran, weil dann gebe ich dran. Ne? Also hiermit würden wir auf jeden Fall zur Arbeit kommen da drüben. Halt.
Aber ausgesetzt? Nein. Aussetzen, bitte. Wir können jetzt noch nicht anfangen, hier den großen Bau zu machen, bitte. Erstmal Feuerwehr und Eisenbahnbauamt. Und hier natürlich Wasseranschlüsse und. Wir brauchen da hinten noch gar nicht anfangen. Das muss prioritär erstmal weiter nach hinten wandern. Auf jeden Fall werden wir jetzt eine Baustelle bauen, damit kommt eine Haltestelle, eine kostenlose Haltestelle, damit wir Bahnhöfe und Feuerwehr versorgt kriegen. Eisenbahnbauamt holen wir uns vom Auswärtigen, wollte ich gerade sagen, vom Zollamt. Das muss dann erstmal so gehen. Da werden wir jetzt mal eine Linie einrichten. Wir schnappern uns mal einen Bus. Was haben wir hier überhaupt? Verteilungsbüro, das ist unser Ölverteilungsbüro, unser Abrissbüro. Brauchen wir im Moment ja eigentlich auch nicht. Aber haben ist immer besser als brauchen, kennen wir ja. Wir haben aber, was mir noch fehlt, einfach mal ein Depot für Straßenfahrzeuge. Das haben wir auch drüben noch nicht. Nein, da bauen wir jetzt nicht unsere Stromleitungen zu. Einfach, damit wir ein paar Sachen haben, wo wir unsere Fahrzeuge nochmal abstellen. Ich weiß gar nicht, haben wir drüben überhaupt noch eins? Ich glaube nämlich nicht. Okay, wir werden jetzt mal was anderes machen. Was brauchen wir denn an Mitarbeitern für unsere Feuerwehr? Nein. Staatliche Infrastruktur, Notfall, Feuerwache. Da haben wir die hier gehabt. 40. Oh. Ach, 40, ja. Mhm. Schon fast überlegt, ob wir hier drüben noch ein kleines Dorf hinbauen. Ne? Einfach so ein kleines Arbeiterdorf, was in der Freizeit darüber fahren kann, um dort einkaufen. Aber einkaufen auch hart. Ah. Das wird eine harte Nummer. Na gut, wir gucken mal, was wir hinkriegen. Ich weiß noch nicht, wie gut es wird. Und wie gesagt, hab da ein bisschen Nachsicht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das Ganze auch zu verinnerlichen. Ich denke, Staffel 2 wird da spannender. Und ich nehme auch gerne eure Kommentare mit auf. Also das ist, ich freue mich da durchaus sehr. Wir wollen hier aber keine Touristen haben, keine Schüler und keine Passagiere. Wir wollen nur Arbeiter haben. Haben wir noch einen freien Bus drüben rumliegen? Hier steht noch einer. Im Abrissbüro. Abrissbüro haben wir momentan nicht. Denn da hat er gerade mal 1,2 Kilometer gelaufen. Wir haben ja noch nicht mal ein Depot, wa? Krass. Was bist du? Ach, wir haben ja doch ein Depot. Süße wohl. Dann fährst du jetzt erstmal ins Depot, bitte. Von dort kriegst du neue Anweisungen. Ja, ich weiß, hier fehlt der Bus. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir jetzt mal eine Linie. Haben wir hier nicht schon? Eine Linie haben wir doch fahren, die hier zwischenfährt. Den ganzen Tag da fährt sie. Was fährst du denn? 51 Passagiere? Die fahren im Kreis oder was? Ist nicht euer Ernst. Die steigen hier aus und rennen da vorne hin. Und fahren nochmal mit. Und nochmal im Kreis. Jawohl. 460 Kilometer hat das Ding schon gelaufen. Pass auf. Wir kopieren mal die Linie. Ne, warte mal. Wir machen erstmal das. Nein. Wir bauen einen Bus, der nur darüber fährt. Der nur darüber fährt. Von hier. Also von unserer Haupthaltestelle. Beim Einkaufszentrum und Co. Für die, die nichts zu tun haben und was zu tun brauchen. Und fahren dort wieder hin als zweites. Er soll in Helas. Beides, ne? Nicht nur entladen. Nee, aussteigen und einsteigen, bitte. Wir brauchen keine Gebildeten, keine Touristen, keine Passagiere, keine Schüler. Das ist mir egal. Arbeiter im Überfluss, meinetwegen auch mit Universitätsabschluss. Und hier aussteigen können alle. Gut,
Dann probieren wir das mal. Und dann wünsche ich dir eine gute Reise. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben drüben noch gar kein Schneeräumfahrzeug, ne? Und dabei haben wir schon so viele gute Straßen drüben. Ja, laufen sie wieder rüber. Wie geil. Bustouristen. Wie viel Kapazität hat der Bus? Ich weiß es nicht. Okay. So, Gebäude ist gut dabei. Das freut mich. Müll läuft auch alles. Wie sieht das hier aus? Gebäude. Ah, oh, Feuerwehr ist schon fast fertig. Ich gehe davon aus, dass wir da zwei Busse fahren lassen müssen. Die bringen jetzt Arbeiter für das Bauamt. Das Bauamt? Für die Feuerwache. Alles klar. Eisenbahnbauamt Svidava. Genau, hier ist das Depot. Läuft alles. Die sind da schwer am Bauen. Das, wie gesagt, würde ich jetzt noch nicht machen. Wir müssen erstmal sehen, dass wir hier unsere Arbeiter hinbekommen. Und dafür brauchen wir mehr Einwohner. Und dafür müssen wir mehr bauen. Aber sie sind ja schon sehr gut dabei bei 90%. Was macht unsere Forschung? Die dürfte relativ flott sein. 70%. Hier Forschung. Keine. Siehst du? Böse. Okay, Luft brauchen wir nicht. Rangliste für Parteimitglieder. Tourismus nicht. Containernormen. Brandschutz. Machen wir mal Brandschutz. Brandschutz ist immer schön. Wenn wir nichts forschen, ist es rausgeschmissen. Ne? Deswegen. 15 Arbeiter ohne Job. Ja, die kommen natürlich auch. Doch, fußläufig kommen sie dahin. Also ist es schon ganz gut. Wir wollten hier noch das Teil umbauen. Oder fertig bauen. Mal gucken, ob da jetzt schon. Ah, okay. Da ist ein Bagger verfügbar. Machen wir eine schöne Kurve draus. Füllen noch ein bisschen auf. Und dann bauen wir das. Dann haben wir hier noch eine Entlastungsstraße für unsere Hauptstraße. Schneeräumfahrzeuge. Wie viele haben wir hier überhaupt? 1, 2, 3, 4 Schneeräumfahrzeuge. Okay. Was heißt technische Dienste? Hatten wir nicht drüben auch schon technische Dienste? Das technische Dienste? Abrissbüro. Verteilung. Ein technische Dienste? Wir holen noch. Doch, hier. Da kaufen wir nochmal schnell ein Schneeräumfahrzeug, damit wir zumindest eins haben, ne? Der könnte auch Schneeräumen, da, wenn der gerade rauf fährt. Schneeräumen hier, Schneeflug. Wir sind beim Skoda 706. Das ist unser Fahrzeug dieser Staffel. Okay. Wasseraufbereitung klein ist auch am Bauen. Macht unsere Öl, was machen unsere Ölreserven? 600 Tonnen. Oh, gibt auch immer noch keine größeren Ölfahrzeuge, ne? Was hier natürlich gut ist, wir können nachher, weil wir diese B&M-Ladestation dazwischen haben, können wir ja nachher vom Bada Hadad das Öl hier rüber schaffen. Und hier weiter mit verschaffern hierfür. Aber das wird ja noch ein bisschen dauern. Nee. So. Ja, das muss auf jeden Fall als erstes geräumt werden. Das kann ich super gut verstehen. Nicht? Ach, guck mal, da räumen beide Straßen. Nee. Jetzt überholt er gleich, pass auf. Was mit dem Schneeräumen hat noch nicht so funktioniert, oder? Gab's schon wieder? Nö. Oh. Kommt näher. Jetzt. Oh, ist der Schnee. Ach, ist wieder frei. Dann braucht das Schneeräumfahrzeug ja auch nicht mehr Schneeräumen. So, haben wir jetzt schon einen Bus gehabt? Ist er überhaupt losgefahren? Ja, da ist er, ne? Das ist auch bestimmt. Mit 10 km/h über die Verschneidebrücke. Aber es ist im Moment so.
Dann werden wir mit Sicherheit nochmal einen zweiten Bus draufsetzen. Könnten nochmal einen kleinen Bus da draufsetzen. Was haben wir hier? Depot. Rubel, haben wir nicht nochmal einen kleinen Bus hier? So einen kleinen, was hat der? 8 Passagiere, 7. Das ist schon gleich wieder 60. Aber so einen kleinen Zwischenbus hier? Hier ist noch ein kleiner Bus. Trockengut. Ja, könnte man auch. Nein. Okay. Ja, den. Und du kopierst bitte mal den. Die Linie. Nicht den, sondern die Linie. Müsste der hier sein. Ach, jetzt habe ich den nicht angepinnt. Hellas, Nasvidava. Nee, das ist die falsche. Der falsche. Die falsche Linie wollte ich damit sagen. Der falsche Bus. Den hatte ich angeklickt. Aber das muss. Großes Zollhaus. Ah, hast du? Der ist aber schnell. Was hast du? Großes Zollhaus. Nein. Habe ich den nicht losgeschickt? Sieht nicht so aus. Vielleicht steht er hier noch im Depot, wa? Ne, im Depot steht er auch nicht mehr. Okay, du. Das! Nee. Das ist der kleine Turn. Das ist der, der Arbeiter gebracht hat für unser neues Gebäude, das gleich fertig ist. Forschungsprogramm. Oh, abgeschlossen. Wald, sehr gut. Da wollen wir gleich hin. Auge. Und machen gleich die zweite Waldforschung hier. Die Pflanzrichtlinie. Und dann können wir nämlich auch gleich schon in die Richtung gehen, dass wir unser eigenes Holz produzieren. Ja, das? Das ist der. So, und davon, den pinnen wir uns mal an, dass er nicht wieder wegfliegt. Krallen uns den dazu. Und dann wollen wir mit dem. Ja. Da ist er schon wieder auf dem Weg zurück. Ne, da ist er. Gut. Kann ich bei dem nichts machen. Das Fahrzeug braucht mindestens 2 Haltestellen. Okay, dann machen wir das nochmal Einlass. Können da ja auch auf die Haltestelle zurückgreifen. Ja, können wir so machen. Also, oh, jetzt habe ich das zugemacht. So. Und Start. Okay. So, Feuerwache ist fast fertig. Dann das andere hier ist auch fast. Was? Haben wir Geld gemacht? Hat mich nur 3. Nee. Gepasst. So, hier sind wir auch sehr gut dabei. Von hier aus, Fußweg. Kommt überall ran, ne? Kindergarten, ja, Kindergarten, Hintertür, sehr gut. Einkaufen, läuft, Schnapsladen, auch, Schule, läuft. Krankenhaus, läuft. Alles gut, sehr schön. Oh, ist das aufregend. Ich weiß für euch nicht so. Aber ich finde es immer noch sehr, sehr gut. Und die Straße hier hinten ist auch schon fertig, das heißt, hier können wir auch die kürzere Runde mal fahren. Da fährt jetzt nicht drüber. Da läuft die Meute schon wieder rüber. Die sind da, bevor der andere Bus zurück ist, ne? Nochmal so. Ja, mit dem rundum sorglos Ticket gar kein Problem. Quatsch, jetzt bleiben noch andere da? Nee. Okay. Gut. Aber Arbeiter haben wir auch nicht hier, nur Passagiere. Ne? Also irgendwas machen wir hier immer noch falsch. Die haben hier 12 Arbeiter ohne Job, aber keiner, der da wirklich mal
arbeiten gehen will. Für uns. Nur Arbeiter, genau. So, 774. Hier, die Hütte ist schon fertig. Ja, dürft einziehen ohne Bildung, bitte. Kann auch gleich mal. Haben wir hier irgendwelche 21-Jährigen ohne Wohnsitz? Wegen fehlendem Arbeitsplatz. 13 Leute arbeitslos. So. Können jetzt alle gleich da drüben arbeiten gehen. Wir haben jetzt quasi auch für die Baustellen, können wir die Arbeiter auch mitnutzen, wenn sie denn wirklich das auch haben. Ich habe bis jetzt das auch noch nicht geschafft, einmal einen Arbeiter von A nach B zu bringen. Kann aber auch sein, dass es an mir liegt. Ne? Also ich sage auch nicht, dass ich irgendwas nur hier alles richtig mache oder so. Ja. Hat der schon Leute gefahren? Ja. Vielleicht stehen hier mal ein paar Arbeiter. Weil wir bieten denen ja jetzt quasi auf der anderen Seite Arbeit an. Aber Arbeiter sind noch Fehlanzeige. Dann saufen wieder zwei weg. Sieht das hier aus. Läuft alles wie verrückt. Glücklich sind sie auch. Passagiere. Die steigen gleich hier wieder aus. Rennen hier wieder zurück. Komm, das gucken wir uns doch mal an. Weil es so schön ist. Hm? Halte ich mal noch mal langsamer. Die Bus-Party-Crew ist das. Also ich hatte jetzt gedacht, dass es eher sowas ist für Freizeit oder so, aber ich weiß nicht, warum die jetzt von A nach B waren. Und die rennen ja immer wieder hier, das ist ja quasi... Oder sind die ohne Wohnheim, ohne Wohnsitz? Die sind 16 schon eingezogen. Verrückt. Gerade gebaut, 16 gleich eingezogen. Boah, verrückt. Okay, drüben hoffentlich ist bald die Feuerwehr fertig. Müssen wirklich mal gucken, wie wir das hinkriegen mit den Arbeitern. ...17 ohne Arbeit. Also die könnten alle mit rüberfahren. Wenn ich da irgendwie was falsch mache, müsst ihr mir das auch sagen. Was haben wir hier jetzt drin? Oh, 27 Arbeiter? Ich werde verrückt. Ach, es kommt vom Zoll aus. Ja, okay, toll. Ich war gerade hier. Ich habe gerade hier einen Freudentanz gemacht. Und du? Null. Hast wahrscheinlich erstmal getankt, ne? Ist ja auch in Ordnung. Also wie gesagt, erstmal ist wichtig, dass wir jetzt... Oh, ist fertig. Temperatur im Gebäude... Ah nein, die brauchen Heizung. Brauchen die auch Heizung nachher? Wie ist es mit denen hier? Oh, ich habe gar nicht geguckt, ne? Oh, nö, ey. Da, Öl. Bitumen, Umweltverschmutzung... Wasser, also Strom, Wasser, Abwasser. Nix Heizung. Nur die brauchen Heizung. Ja, da müssen wir allein noch ein Heizkraftwerk hinstellen. Nur für die. Eventuell Eisenbahn, Bauamt. Bauämter, Eisenbahn. Lebenserwartung, Müllfahrzeuge, Stromverbrauch, Wasser, Wasserverbrauch. Nö, das passt alles. Also die sind die einzigen, die hier ein bisschen Wärme brauchen. Aber davon hier drüben das Rohr rüberzulegen. Oh. Können wir mal spaßeshalber gucken. Mit Wärme. Fernwärmerohre groß. Nur das wären schon 54 Tonnen Stahl. Und wenn wir jetzt ein neues Heizwerk bauen... Wären wir bei 73 Tonnen Stahl. Ja. Was soll ich sagen, ne? Da ist der Kleine. Fährt auch schon fleißig. Und vorhin der andere.
Ja gut, das macht wenig Sinn. Dann fährst du jetzt, drehst du jetzt nochmal um. Du fährst jetzt bitte nochmal dahin. Können wir das machen? Nein. Zu dieser Haltestelle bewegen. Mal gucken, wo der umdreht. Fahrzeugtausch geht ja nicht. Genau, der fährt jetzt nach Svidava wieder. Ich hoffe, dass er hier an der Kreuzung gleich umdreht. Ansonsten können wir ja mal sicherheitshalber, damit das auch ja nicht schief geht. Kann er hier wenden. Mal ein bisschen Geschwindigkeit wieder aufnehmen. Guck mal, der nimmt schon die Abkürzung. Also dem haben wir schon mal Zeit verschafft. Und wir haben die Hauptstraße freier gestaltet. Ne? Das ist schon mal alles gar nicht so schlecht. Also ich finde, es ist wahnsinnig... Oh, hier am Ende der Brücke. Super. Und wieder zurück. Okay, also Feuerwache haben wir fertig. Ja, wir müssen dann ein Heizwerk bauen. Kommen wir nicht drum rum. Und wenn wir hier drüben nochmal für was anderes Heizung brauchen, hätten wir denn ja dann... Oh, aber kein großes. Klein. Ein kleines kann es sein. Kohle. Strom, Wasser, Abwasser braucht er. Ja, ich würde das jetzt gar nicht mehr so weit weg planen. Wir können dann ja, warte mal, T spiegeln. Okay. Haben wir jetzt nicht so viel Gewinn von der Straße her. Das heißt, wir können ja jetzt hier unten das Ganze noch ein bisschen mehr verplanen. Ne? Wir können jetzt hier den Straßenanschluss ganz herzlos, schmerzlos bauen. Einmal so. Wir könnten schon fast unsere Holzindustrie. Oh, die Idee ist gar nicht so schlecht, Kante. Ein bisschen Holz ist hier unten ja schon. Könnte man mal. Muss ja nicht unbedingt in die Berge, aber wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir. Was hat die für eine Reichweite, die Holzindustrie? Holzindustrie, Holzfällerposten. Wenn wir jetzt hier vorne hinsetzen, Quelle, alles dasselbe eigentlich. Guck mal, Strom, Wasser, Abwasser. Brauchen die auch Wärme? Also wir müssen so oder so Wasser und Abwasser haben. Deswegen wäre das jetzt, guck mal, Treibstoff brauchen sie auch. Ein paar Mitarbeiter brauchen sie auch. Ein paar Mitarbeiter brauchen sie auch. Strom, Wasser. Drucker reinigt sich gerade. Okay, für die brauchen wir auch Strom, Wasser, Abwasser. Hier super hinsetzen. Hier unten hinsetzen. Hier vorne das Sägewerk zum Abholen. So, jetzt ist ruhig wieder. Gleich. Pass auf, wir machen erstmal Wärme. Wärme brauchen wir bestimmt so oder so nochmal hier. Das heißt, wir bauen nochmal ein Heizkraftwerk. Wenn wir da noch mal von weg müssen, haben wir da vorher ja immer noch die Anschlüsse. F1, anpappen. Noch mal einmal im Kreis scrollen, weil es so schön ist. Wenn wir hinten aus dem Depot noch mal raus wollen. Ich weiß nicht, ob wir so vorne rauskommen. Ja, ich glaube nicht, dass wir hinten noch mal aus dem Depot rausgehen. Wir bauen das hier hinten voll. Ich versuche das gleich mal. Wir haben es ja jetzt eh gebaut. Wenn ich jetzt nochmal Fernwärme... Achso, wir müssen ja erstmal... Hier kommen wir raus. Geht nicht. Fernwärmerohr. Achso, geht das überhaupt groß? Ne, geht nur klein, ne? Geht noch klein, okay. Und wenn wir dann klein den nehmen, dann geht das auch. Okay. Also das würde gehen. Das ist schon mal gut. Das wollen wir jetzt aber nicht bauen. Okay.
Also hier haben wir unser zweites Heizwerk quasi für Stadt Nummer 2. Ja, dann hätten wir jetzt ja auch Wasser, Abwasser und alles, ne? Können wir theoretisch hier auch noch eine kleine Siedlung hinbauen. Eine kleine Svidava-Siedlung. Ich weiß es aber noch nicht. Nö, bisher nicht. Also. Könnte ein bisschen eng werden mit Holz. Aber für unsere kleine Erstmalproduktion würde das, glaube ich, reichen. Ne? Wenn wir jetzt Sägewerk brauchen, wir 20 und 10. Hier wäre das Sägewerk. Da hätten wir überall Zugang. Holzfällerposten hätten wir auch überall Zu- und Abgang. Okay. Dann könnten wir hier den Holzfällerposten ans Ende bauen. So. Ja, beispielsweise. Hier schon so ans Ende, genau. Ich habe gerade überlegt, wenn wir jetzt Kohle anliefern. Also wir machen ja immer mit 8 mit LKWs, reicht uns das auch. Das brauchen wir nicht mit großer Kohle bedienen. Okay, wenn wir daneben, wenn wir jetzt hier, da. Okay. Und das Sägewerk daneben. Beispielsweise so. Könnten wir da ja den Weg direkt rüber bauen. Wir planen das mal, die Theorie, ja. Ihr Bau erstmal einstellen, bitte. Danke. Und dann hat wir hier den Holzfällerposten. Straßenanschluss. Hallo. Wasser, Abwasser, Strom. Was? Achso, wegen dem. Ja gut, können wir ja trotzdem gleich versuchen. Jetzt hier hinbauen. Ich muss das alles ein bisschen lernen, deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn das alles nicht so hübsch und schön ist wie bei manch anderen. Ein bisschen rund. Siehst du? Bauen. Okay. Hätten wir auch schon mal. Ja. Jetzt können wir hier auch weiterbauen. Was brauchen wir dafür? Nicht viel, nicht viel. Und dann können sie sich hier den ganzen Wald aufforsten überall und dann können sie da ordentlich wieder abforsten. Dann haben wir auch alles in der Nähe. Das finde ich gut. Was brauchen wir hier noch? Gar nichts. So gewiesen der Ämter noch nichts, weil wir noch keinen Dings gebaut haben. Keinen Straßenanschluss. Aber ich bin positiver Dinge und hier sind wir noch nicht dabei. Okay. Haben wir jetzt schon Arbeit damit? Immer noch keine. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ja, die kommen zu Fuß hierher. Das ist wieder die Partygang. Wenn ich die Linie einstelle, was sie dann wohl machen? Ich glaube, die werden elendig untergehen. Okay, wie sieht das Kindergarten aus? Sieht also so aus. Kein Mitarbeiter. Wegen schlechten wird das geschlossen. Hier aus, super gut. Super gut. Wärme, alles vorhanden. Ich freue mich. Kriegt ihr alles hin, ja. Ach, guck mal, das war jetzt das Update. Schließen bei Temperaturen über 0 Grad. Sauber. Das war richtig gut. Also das ist in dem kleinen Patch drin gewesen. Nochmal so. Oh, abgeschlossen. Ach, haben wir auch schon fertig? Ja, wow, Wahnsinn. Also, dann können wir jetzt auch echt anfangen, die Holzindustrie voll durchzuplanen. So, also ich würde schon fast mir wünschen, in die Müllverarbeitung zu gehen. Aber das ist mir noch zu früh. Nutzung von Rundfunk, Ingenieurswesen. Was brauchen wir denn? Gucken wir nochmal rein. Ingenieurswesen wäre halt Auto und Co. Metallurgie wäre Stahl und Stahlermüdung. Alles noch nicht so das, was ich mir wünschen würde. Studie zu Beton. Studie zu Beton? Ja, Studie zu Beton wäre durchaus gar nicht so uninteressant.
Oder halt Chemie, ne? Chemie, Halbleiter, Kunststoffe, elektronische Schaltkreise. Hier wäre Geologie, geologische Karte, Bauxit, Uranminen, Alter. Das ist jetzt schon sehr eingemachtes. Flughäfen, nee. Erneuerbare Energien. Auch nicht schlecht. Müll ist nochmal so ein richtig Wahnsinnsthema, was mich aber auch wahnsinnig interessieren würde. Düngen und Kunstdünger. Nutzung von Rundfunk. Okay. Das ist alles nur drüben. Glaube, Rundfunk macht Sinn, ne? Wir machen einfach mal Rundfunk, damit wir was zu tun haben. Hier ist noch Forschung voll im Gange. Also können wir jetzt auch hier schon die Sachen bauen lassen. Also wir brauchen hier gar nicht erst sagen, nö, baut es lieber nicht, sondern ja, baut es. Aber wir werden auch hier ein Arbeiterproblem haben. Wir kommen hier nicht mal zu Fuß. Ist ja beängstigend. Wow. Also tatsächlich mal echt gut geplant von mir. Würde ich trotzdem noch nicht anfangen. Der ist noch nicht fertig. Also die Wasseraufbereitung ist noch nicht fertig. Wie sieht das hier aus? Haben wir schon meinen Mitarbeiter drin? Nein. Wir haben auch noch kein Feuerwehrauto. Wir können ja mal ein Feuerwehrauto kaufen. Dann haben wir schon mal das erledigt. Neues Fahrzeug. Wir können auch Gebrauchtes kaufen, ne? Gibt ja so einen Gebrauchtwagenmarkt. Aber nee, wir machen das nicht. Wir kaufen neu. Und wir haben noch 3,7 Millionen. Neues Fahrzeug. Oh, gibt ein neues. EFA. Den hier, wa? Oder welcher ist neu? Oder ist der hier neu? Hier ist neu. Stufe 20, 23, 4, 17, 19. Hatten wir die letzte Mal alles schon? Brauchen auf jeden Fall ein schnelles. Nehmen wir den auf jeden Fall schon mal. Der kann da schon mal einziehen, sodass wir dann alles da haben. Auch nachher Temperatur und Feuerwehrleute brauchen wir da auch noch. Wird spannend. Also ich weiß es noch nicht, wie das Ganze weiterläuft. Aber ich bin da positiver Dinge. Wir haben auch schon 26 drin. Wir können ja mal von hier Arbeiter umziehen lassen. Hier einmal hier rein. Von hier 10 Arbeiter darüber. Von hier auch. Dann haben wir überall ein bisschen mehr. Guck mal, hier sind schon gleich wieder. Hier haben wir 10 rausgeholt, gleich wieder 3 eingezogen. Dann bin ich auch 10 rausgeholt. Alter, wo kommt ihr alle her? Darüber sollt ihr. Oder ziehen wir nur 5 um? Ne, 10. Das ist. Alter. Nimmt ja kein Ende. Müssen wir hier gleich mal wieder das nächste anfangen zu bauen, oder? Bau fortsetzen. Hier kannst du auch gleich mit hoher Priorität, ey. Ich komme ja gar nicht hier zurecht. Wo bist du denn denn? Hast du dich ein bisschen verfahren? Ach nee, der holt ja hier oben ab, die Leute. Wo bleibt die Traube? Ach, der Bus ist noch nicht angekommen. Immer noch, ne? Es sind weniger geworden, glaube ich. Hat mir hier jetzt einen anderen gekauft? Ne, haben wir immer noch den einen. Sag mal, die Partytruppe. Okay, was hat der denn hier nachher für ein Lager? Holz. Holz. Freilager 50 Tonnen Bretter. Also brauchen wir irgendwann in naher ferner Zukunft nochmal ein Freilager, wovon wir uns bedienen können, ne? Ich weiß aber noch nicht, wo wir das hinsetzen. Ich würde schon fast sagen,
hier hinten neben dem Bauamt. Ja, weil wir hier ja nun die meisten Fahrzeuge haben. Das Ding ist ja voll mit 16 Fahrzeugen. Hier kann man auch sagen, Baumaschinen immer mit LKWs transportieren. Ist natürlich auch cool. Aber dann müsstest du genügend LKWs haben, die da transportieren können. Brauchen wir noch mehr? Das ist voll, das Ding. Und die Müllabfuhren sind nur in Gange. Haben wir drüben eigentlich jetzt schon? Ne, haben wir gebaut, ne? Sie da war hier Müllabfuhr? Ja, läuft. Gut. Boah. Oh, ist fertig. Wir haben es echt fertig geschafft. Oh, ist bei 40 Minuten. Wahnsinn. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge darauf eingehen oder dahingehend sein. Planen. Da können wir ja so mal von hier aus vielleicht ein bisschen hübscher mit der Feuerwehr. Dass wir uns den Bauzug holen und dann anfangen, Schienen zu bauen. Das ist ja das, was wir eigentlich nochmal unbedingt brauchen. Gut, wir sind bei 40 Minuten. Ich will es nicht übertreiben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nicht und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut zu einer weiteren Folge Workers and Resources hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante. Tschüss.